Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft 24, die Woche mit den wichtigsten Meldungen der letzten Tage und den aktuellen Nachrichten. Licht und Schatten bei den Sana-Kliniken Niederlausitz. Das wurde beim Bericht der Geschäftsführung der ehemals kreiseigenen Krankenhausgesellschaft in der gestrigen Kreistagssitzung deutlich. Vor mehr als 670 Tagen, also fast 2 Jahre, hatte die Sana-Kliniken AG die Krankenhäuser in Senftenberg und Lauchhammer übernommen. Besonders erfolgreich seien die Sana-Kliniken Niederlausitz beim Aufbau der Notfallmedizin, sagte Geschäftsführer Mark Bernstedt in seinem Vortrag im jüngsten Kreistag OSL. Außerdem seien 7 neue Chefärzte an beiden Standorten eingestellt worden. Als Herausforderung stellt die Geschäftsführung die Situation auf der Kinderklinik dar. Zum Jahresende werden 3 Mediziner den Fachbereich verlassen und daher wird es vorübergehende Leistungseinschränkungen geben. Wichtigste Aufgabe für ein Krankenhaus ist, da zu sein, wenn Menschen Hilfe brauchen. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Und deswegen müssen wir für Eltern und eben auch für Kinder da sein, wenn sie die Hilfe von erfahrenen Medizinern brauchen. Aktuell ist das so, weil Ärzte da sind. Aber wir wissen nun mal, dass 3 Ärzte uns verlassen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Und dann könnte es zu Leistungseinschränkungen in 2024 kommen. Die werden natürlich immer wahrscheinlicher, je näher das Jahresende rückt. Wir tun viel dafür, dass es nicht so kommt. Aber es war uns wichtig, offen, transparent und ehrlich zu kommunizieren, ohne jetzt eine Panik zu verbreiten. Die Sana-Kliniken Niederlausitz sind mit 1.200 Mitarbeitenden und über 100 Azubis der größte Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb der Region. Der Flugbetrieb auf dem Flugplatz Schipkau-Schwarzheide wird eingestellt. Das haben die Stadtverordneten von Schwarzheide am Dienstagabend in einer Sondersitzung entschieden. Auf dem knapp 140 Hektar großen Gelände ist ein Industrie- und Gewerbegebiet geplant. Ein Investor könnte ein deutsches Automobilunternehmen sein, das einen Standort für eine Batteriefabrik sucht. Der Aeroclub mit seinen rund 75 Mitgliedern soll demnächst umziehen. Dafür angedacht ist der Flugplatz in Kleinkoschen. Als Zwischenlösung ist der Flugplatz Kamenz geplant, so der Vorsitzende der SVV gegenüber Seenluft 24. Auch in diesem Jahr gibt es sie wieder, die Möglichkeit einer romantischen Eisenbahnfahrt im Dämmerlicht. Die Parkeisenbahner im Schlosspark Lauchhammer können auf ein Rekordjahr zurückblicken. Insgesamt fuhr die Bahn bislang über 6.000 kleine und große Fahrgäste durch den Park. Zum Nikolaustag am 6. Dezember dreht die Parkeisenbahn in der Zeit von 16 bis 18 Uhr ihre Runden. Der Ein- und Ausstieg ist wieder am Lokschuppen. Für das leibliche Wohl ist unter anderem mit Glühwein, Kinderpunsch und Gegrilltem gesorgt. Nach den aktuellen Wetterprognosen könnte die Fahrt in diesem Jahr sogar durch einen verschneiten Schlosspark führen. Brandenburgs Landesregierung ist am kommenden Dienstag in Senftenberg zu Gast. Neben zahlreichen Ministerbesuchen, beispielsweise auf dem Familiencampus, im Kreismuseum und bei der BTU, gibt es eine gemeinsame Sitzung mit der Spitze der Kreisverwaltung. Mögliche Themen seien der Strukturwandel, die Entwicklung der BTU, der Tourismus und künftige Vorhaben im Kreis, so Landrat Sigurd Heinze gegenüber Seenluft 24. Am Abend heißt es dann zur Sache Brandenburg. Der Bürgerdialog mit Ministerpräsident Dietmar Woidke und dem Kabinett beginnt 18 Uhr in der Karlauer Stadthalle. Und nun folgen hier weitere Kurzmeldungen. Das Sozialamt OSL erwartet im Dezember eine steigende Zahl an Anträgen und zusätzlichen Bearbeitungsaufwand. Deshalb sind persönliche Termine in den Bereichen Grundsicherung, Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege vom 5. bis 19. Dezember nicht möglich. Anträge können in dieser Zeit per Post und per E-Mail eingereicht werden. Ab dem 21.12. gibt es wieder reguläre Sprechtage. Ein Imbisswagen ist Donnerstagabend zwischen Frauwalde und Lindenau von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gestoßen. Der Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest bei dem 47-Jährigen lag bei über 2 Promille, so die Polizei. Die Sachschäden liegen bei rund 25.000 Euro. Markus Starik wird neuer Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Niederlausitz. Das langjährige Vorstandsmitglied folgt auf Lothar Piotrowski, der am 31.12. diesen Jahres in den Ruhestand geht. Der Verwaltungsrat hat zudem Alexander Walotschik als neues Vorstandsmitglied bestellt. Für eine besinnliche und vor allem sichere Weihnachtszeit hat die Feuerwehr pünktlich zum ersten Advent einige Tipps zusammengestellt. So gehören Kerzen immer in eine standfeste, nicht brennbare Halterung sowie nicht in die Nähe brennbarer Gegenstände oder an einen Ort mit starker Zugluft. Außerdem sollten Sie Kerzen an Gestecken löschen, bevor sie ganz heruntergebrannt sind. Für Haushalte mit Kindern seien elektrische Kerzen ratsam.
Bei Lichterketten, etwa auf dem Balkon, dürfen die Steckdosen nicht überlastet werden. Unachtsamkeit, etwa beim Umgang mit dem Adventskranz, sei in dieser Zeit eine der häufigsten Ursachen für Wohnungsbrände, sagte Frank Hachemer, der Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes. Soweit die Meldung und hier folgt nun für Sie noch das Wochenendwetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Der Samstag bleibt eiskalt bei minus 5 bis minus 3 Grad. Dabei ist den ganzen Tag über die Sonne von einer dichten Wolkendecke verdeckt und es kann vereinzelt zu leichten Schneeschauern von Mittag bis Abend kommen. Der Sonntag verhält sich ähnlich, mit einem überwiegend bewölkten Himmel bei minus 3 bis minus 1 Grad und leichtem Schneefall von Mittag bis Abend. Am Montag ist es ebenfalls ganztags stark bewölkt bei frostigen minus 4 bis minus 2 Grad und Schnee gegen Mittag.